Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Ernst Curtius, altgriechischer Geist. Als Xerxes die Heere des Morgenlandes über den Hellespont geführt, Thessalien eingenommen und das feste Tor des inneren Griechenlands, den Seepass der Thermopylen, sich durch Verrat geöffnet hatte, konnte er nicht anders glauben, als dass nun jeder ernstliche Widerstand beseitigt wäre und dass die Hellenen der südlichen Landschaften in Zittern und Zagen das über sie hereinbrechende Schicksal erwarteten. Da kamen Überläufer aus Arkadien in das Lager, unstete Leute, die des Lebens Not hintrieb, wo es zu verdienen gab. Man brachte sie vor den König, um sie auszufragen, was die Hellenen machten. »Sie feiern das Fest der Olympien«, war die unerwartete Antwort. »Sie schauen den Wettkämpfen und Wagenspielen zu.« Und als man sie weiter fragte, um welchen Preis jene gehalten würden, erwiderten sie, »um den Kranz vom Ölbaum«. Da sprach einer der persischen Großen ein kluges Wort, wenn es ihm auch als Feigheit ausgelegt wurde. »Wehe, Mardonius, gegen was für Männer hast du uns geführt, die nicht um Gold und Silber Wettkämpfe halten, sondern um Männertugend?«